Hallo. Du musst lauter sprechen. Willkommen bei Der letzte Windmönch. Genau. Hallo Freunde, wir sind wieder zurück bei The Inner World und wir haben gerade eben, lustigerweise, so ein paar Komplikationen gehabt. Denn mein Kamerakind hat mir das Spiel ja letztes Jahr zum Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag geschenkt. Und es ist von 2017, es ist eine Neuauflage gewesen. Und jetzt steht hier über The Inner World 2 und kommt 2013 raus. Also irgendwo haben wir da noch ein kleines Problem, aber das finden wir auch noch raus. Da. In der Chronik des Spiels. Ja, genau. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt auch wieder ein Problem, etwas rauszufinden, denn wir müssten ja mit ihm hier noch was machen. Aber ich glaube, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben, ist nämlich ganz unten der Typ, der die Schafe hier immer eingeladen hat. Der hat ja jetzt Pause, mit dem haben wir uns nämlich noch nicht unterhalten. Hat sich in seiner Pause mit ihm unterhalten? Ja, klar. Da nämlich. Was liest der denn da? Jawohl, die Zeitung für die da unten. Ich bin's wieder. Hi, Conroy. Was hat der? Nein, das werde ich nicht sagen. Was knappt denn? Ach, der Kater ist leckerli. Der hat doch gerade jetzt ganz nicht... Heil Robert, habe ich das richtig verstanden? Jerry! Oh, der Kater, der macht mich wahnsinnig. Jerry! Der kotzt im Moment, hat Probleme mit dem Bauch und frisst jetzt hier Trockenfutter ohne Ende leckerli. Hau ab! So. Husch, husch, husch. Ja, genau. Sorry, Freunde, dass das... Der kommt doch sowieso, da kommt er wieder. Nein, der kommt nicht wieder. Doch, ich hab ihn stets... So, also wir können uns leider mit ihm nicht weiter unterhalten. Das heißt, die Idee können wir direkt fallen. Wohl an, schätze ich mal. Wohl an. Ei. Also hier erinnert wirklich sehr vieles an eine sehr dunkle Zeit von Deutschland. Ha! Na, das wollte ich. Ding Dong! Ja, hier fehlt irgendwie eine Türklinge. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Na, woher kommt das? Weiß ich nicht. Nonstop Nonsense mit Didi Hallervorden. Palim, palim. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Tschüss. Beehre und... Ja. Was haben wir denn... Wir stehen jetzt mittlerweile auch ein bisschen schon wieder auf dem Schlauch. Ich möchte nicht, dass mir der Kaugummi das ganze Inventar verklebt. Oh. Warum, wenn er was sagt, er so die Hände nach oben hält? Das ist auch ein bisschen komisch. Warum sollte ich das tun? Okay. Also er sagt tatsächlich zu jedem, zu jeder Aktion, die wir machen, das haut mich jetzt nicht gerade aus den Socken. Weißt du, aus den Socken, weißt du? Hm. Ja. Sebastian, bring dich doch mal ein bisschen mit ein. Er hat mir eben gesagt, das Spiel findet er super und, ja. Hallo? Hallihallo, euer Gnaden. Toll. Ups. Was ist mit der Seilbahn? Du musst dich ja jetzt mit dem unterhalten, ne? Stand da gerade? Nein. Ich glaube, da muss man ein Ticket reinstecken. Ja, das ist ja. Klappt die wieder zu? Nicht doch! Laura bringt mich um, wenn dir was passiert. Du wirst schon deine... Okay. Das macht er nicht. Vorsicht! Hmm.
Dass er aber auch nicht mitkommt, ist komisch. Tja. Ach nee, doch, da steht er doch. Meine Lieblingstaube. Nee, doch nicht. Du kannst doch was mit der Schiefertafel machen, ne? Echt? Wo, was? Welche Schiefertafel? Die an der Wand. Mm-mm, kann ich nicht. Wirklich interessant. Zu weit weg. Mm. Kann ich mir einen schrauben? Naja, da will sie wissen, welchen. Und dazu müssen wir draußen erst gucken, was da ist. Hallo Molly. Kopf. Hiro, klar, alles. Ja, ja, alles Roger in Kambodscha. Wir haben nichts, tschüss, über das wir uns... Bleib hier. ...mit ihr jetzt noch Neues unterhalten können. Irgendwas brauchst du oder irgendwas hast du, was du da oben verwenden kannst? Das tue ich lieber nicht. Kannst vielleicht das Fließband kaputt machen, damit ich das gar nicht mitkriege, dass das... Das Fließband kannst du ja auch irgendwas machen. Der Nachteil am flauschig sein, man kann sich keinen Kaugummi hinters Ohr kleben. Warum sollte ich... Und an das Fließband da. Das ist zu nützlich, um es wegzuwerfen. Nein, das haut mich jetzt nicht gerade. Nein, das braucht... Die Idee? Warum soll... Ich glaube nicht. Aber das kannst du oben rein. Du musst nur verhindern, dass die kommt. Das, was kann ich wo rein tun? Oben das Ding kannst du blockieren. Nein, nicht da. Oben an der Windmühle. Ach, das Ding. Ja, ja, klar. Du musst nur verhindern, dass die hochkommt. Tja. Aber wie mache ich das? Hier, das müsste man irgendwie ausweiten können. Das ist Rutschgefahr. Das kann hier bleiben. Ego ist die nicht verdient. Sieht, wenn er auf den Knopf drückt? Da lasse ich lieber die Finger von. Na gut. Nichts. Ja, jetzt. Irgendwas musste die Tür, entweder die Tür blockieren. Das ist zu nützlich. Käse teilen. Der Käse ist... Ah, Mann. Kaugummi verkleben. Nein, das... Nein. Stimmt. Erinnert an einen Keilriemen. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Na, warum auch? An einen Keilriemen, ja, genau wie die Türschwelle. Da vielleicht die Zahnseide spinnen, damit sie da drüber fliegt? Könnte man machen. Oder lassen. Oder auch nicht. Eine Helfzwecke hinlegen. Nein, das wäre gemein. Warum sollte ich das tun? Wir hängen fest, das ist echt unglaublich. So kurz nach dem Anfang eigentlich. Ist da, wieso wird die jetzt langsamer? Das bestimmt, aber es kommt immer, bleibt immer zur gleichen Zeit hängen, ne? Mhm. Nenn mich altmodisch, aber ich glaube, ich nehme lieber die Tür. Ach. Schererei. Hier werden Mäuse kahl.
Das kann hier bleiben. Aber warum? Nimmst du einfach mit. Wozu soll ich das brauchen? Da möchte ich nicht nochmal einsteigen. Mir ist jetzt noch schwindelig. Von vorn zurückfahren. Das kann hier bleiben. Ich kann hier auch nicht mehr... Oder? Nee, ich kann hier nicht mehr raus aus der Szenerie. Nee, kann ich nicht. Den bekomme ich nicht auf. Keine Chance. Der geht nicht auf. Ich kann mit ihm die Schere abhacken. Vor allem, wie lang die Pause jetzt schon ist, ne? In der Zeit, wo sich hier die... Wo sich die Lore bewegt, kann ich hier mich nicht bewegen. Wir sollten besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ah, warte mal. Es tut mir leid, aber du kannst nicht immer alles mitnehmen. Das ist ein Adventure. Hallo? Geht's noch? Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Wir sollten besser... Hallo? Hat schon mal jemand Nein. Wenn ich nur... Nein. Ach so, nee, das war... Tschüss. Hier eine nehmen. Was ist denn... Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Ja. Kann ich... Ach, der schießt direkt. Ich dachte, ich hätte den dann im Inventar und könnte den in irgendeiner Art und Weise... Kannst du vielleicht den Käse da unten vor die Maus-Dingens da liegen? Nee, da habe ich nichts zum, zum Anklickern. Damit fliegen die auch nicht besser. Ja! Oh Gott. Damit fliegen... Sorry, Freunde, dass meine Katze hier wieder ein wenig am Rad dreht. Damit fliegen... Tja... Ja, mit der Socke. Lustig. Socke und Pfeile haben dasselbe Muster. Drum. Ich könnte das vielleicht ein bisschen... Das haut mich jetzt nicht gerade. Vielleicht das Ding... Irgendwas in die Socke stopfen, was dann besser fliegt. Weil, wie er ja sagte, hat dasselbe Muster. Das haut mich jetzt nicht... Das haut mich... Hier mit dem Käse. Das haut mich jetzt. Die Idee ist, Käse. Lustig. Irgendeine Idee, wozu das gut ist? Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ah, Gott. Das haut mich jetzt nicht gerade aus den Socken. Psst. Was genau tust du da? Meine Augen sind nicht mehr die besten, musst du wissen. Aha. Kreiszwicke. Ja, aber wohin? Kann ich auch hier mitwerfen? Aber nein, nur mit Originalpfeilen. Das hält auch so. Ja, ist nur die Frage, woran? Da siehst du, da ist nichts.
Die Idee ist... Käse. Tja, Freunde, wir hängen fest. Das ist unglaublich. Was bist du für ein Adventure-Spieler? Ich zweifle auch gerade ein wenig an meinen Fähigkeiten. Das Spiel ist ab 6. Ach, gib doch nicht so an. Du da oben deinen Nagel oder so ab. Auf das Schild da oben kommst du nicht. Ich kann doch nicht fliegen. Das müsste der Lore-Weiterfahren-Knopf sein. Da, ich kann mich nicht bewegen. Also das heißt, die Lore hat eigentlich so gut wie keine Bedeutung. Es sei denn, ich muss da was reintun in die Lore und... Du hast keine Wollmäuse. Der Lore-Check lässt nur Wollmäuse durch.